Moin und willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ein Ladecase für den Insta360 X4 Akku. Aber es ist nicht nur ein Ladecase. Weiter geht's nach dem Intro. Ja, das ist ein Ladecase für den, könnt ihr hier auch sicherlich lesen, für die Insta360 X4. Aber das ist nicht nur ein Ladecase. Wir packen das mal gemeinsam aus und dann schauen wir das mal im Detail an. Wollen wir das mal öffnen. Schere beiseite. Wunderbar. Ja, die sitzen bis, sonst ist er... Karton weiter leer. Hier haben wir die Anleitung. Wollen wir schauen, in welcher Sprache das alles ist. Also das ist schon mal auf Englisch. Und das ist ja Mandarin, also sprich Chinesisch. Aber gut, ich glaube, das ist wohl selbsterklärend. Öffnen wir das nochmal. Also ich verlinke euch die Produkte auch unten in der Videobeschreibung und dann könnt ihr das auch sehen und würde mich freuen, wenn ihr es darüber kaufen würdet. Dann unterstützt auch den Kanal damit. Also sieht das Ganze schon mal aus. Wird auf jeden Fall geladen mit dem USB-C-Kabel. Ich schließe das mal so an. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Hier seht ihr das Display. Und hier ist so eine Drucktaste. Dann könnt ihr euch verschiedene Sachen ansehen. Wir öffnen das Ganze mal. Es passen zwei Akkus hier rein. Und hier könnt ihr Micro-SD-Karten verstecken. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und als Powerbank könnt ihr das auch benutzen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ich hole jetzt mal so einen Akku von der Insta. Also ich habe mir jetzt auch noch einen zweiten Akku geholt für die Insta360 X4, weil die ist richtig toll und wollen wir die mal öffnen. Na, ein bisschen rabiat war das. Ich sollte mir vielleicht ein Messer zulegen statt mit dieser Schere. Ja, auch eine zweite drin. Ja, hier sind die ganzen. Oh, schön eingepackt, der Ersatzakku. In so einem Case. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da sind diese Kontakte. Dann müsst ihr das hier reinstecken. Und dann seht ihr jetzt die wie das aufgeladen wird. Mit 11,1 Watt, 53%. Das Ladecase kann mit 30 Watt aufgeladen werden. Und jetzt können wir hier so uns die Parameter uns noch ansehen. Finde ich gar nicht mal. Ich finde das zwar schade, dass es ein bisschen matt ist, aber doch, finde ich aber gut. Ich hole nochmal den zweiten Akku. Aber der sollte eigentlich voll sein. Jetzt seht ihr beide Angaben und dann seht ihr auch hier 100% und der erste ist mit 55%. Ich komme ein bisschen dichter dran, das flimmert ja ein bisschen. Aber das finde ich richtig, richtig gut. Ja, dann würde ich sagen, das behalten wir doch. Ist auch leicht. Ich hole jetzt mal die Akkus wieder raus. Dann könnt ihr das auch sehen, wenn ich die jetzt rausnehme. Geht die Anzeige auf 0. Hat hier unten, ja, ich sag mal so
Art Gummi, dass das auch nicht wegrutscht. Ah, das finde ich richtig gut. Ich hole mal so eine Micro-SD-Karte, wie das dann aussieht. Ich glaube, das gibt es wohl auch in verschiedenen Farben, aber ich verlinke euch das. Und dann könnt ihr euch das mal ansehen. So. Ja, mit meinen dicken Fingern funktioniert das wohl nicht. So sieht das dann aus. Und wie gesagt, da könnt ihr zwei auf jeder Seite eine Micro-SD-Karte verstecken. Finde ich gar nicht mal so schlecht. 56%. Wir können das ja mal als Ladegerät benutzen, also sprich als Powerbank, wie das dann aussieht. Gut, ich werde dann noch den zweiten Akku doch nochmal mit reinpacken. Also dann wären wir so circa bei 150% oder so. Ich nehme das erstmal raus. Und dann sieht man immer noch die Anzeige, also auch wenn hier nichts mehr dran ist. So, jetzt seht ihr, wie geladen wird. Ich hole das Tablet hier weiter runter. Dann könnt ihr das auch sehen. Also ihr müsst hier einmal 2 Sekunden, einmal 1 Sekunde und dann wieder 2 Sekunden. Und dann einmal ist dieser gelbe Pfeil und dann dieser blaue Pfeil. Und jetzt wird gerade das Tablet mit 10,9 Watt geladen. Das ist nicht die Spitzengeschwindigkeit, aber ich finde das gar nicht mal so schlecht. Und dann würde ich sagen, das soll es ja auch gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer TechDave. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDave.